Moin, ihr geilen Schnittchen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Alpha Saphir. Mit eurem lieben Tierarzt Dr. J. Nein, da wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen. Ich habe es tatsächlich gestern geschafft, diese letzte Prüfung zu bestehen. Ich bin so mega glücklich. Ihr glaubt es gar nicht. Vielen, vielen Dank für diese ultra krass vielen Glückwünsche, die mir unter dem Pokémon-Video entgegenkamen. Auf meiner Facebook-Seite, auf meinem Facebook-Post, auf meiner Twitter-Seite, auf meinem Twitter-Post. Überall. Das war richtig, richtig krass. Ich bin so ultra glücklich darüber. Das ist, wow. Das war wirklich richtig nice. Wo sind wir jetzt hier? Und es ist einfach noch so, boah, man muss das alles erstmal so, ui, ein Vulpix, erstmal alles so sacken lassen. Cool. Ein Vulpix, nice. Man muss das halt echt erstmal alles sacken lassen, dass man halt echt jetzt nicht mehr am nächsten Morgen halt den ganzen Tag oder halben Tag lernen darf. Und das ist so unglaublich gut, das tut so gut. Das tut so gut, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Was ist denn das für eine fiese Attacke jetzt gewesen? Da war mal eine Mega-Entwicklung und dann eine schöne Zurückhaltungsattacke. Gestern Prüfung gehabt, wie gesagt. Letzte Prüfung war übrigens mit 3 bestanden, ja. Dafür, dass ich eigentlich schon wirklich keinen Bock mehr hatte zu lernen, bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Und, wir sind abends dann noch lecker essen gegangen. Ich weiß nicht, ob euch das sagt, in Gießen, das Justus, das ist ein sehr gutes, leckeres Restaurant. Und danach sind wir dann noch Cocktails trinken gegangen und puh, heute Morgen tat mir das Frühstück sehr gut. Nee, war echt ein schöner Abend und wie gesagt, meine Eltern waren ja da und war echt cool. Muss halt auch mal sein. Und jetzt ist quasi das Zeitalter vollkommen Pizmeet angekommen für mich. Ja, nicht mehr halbherzig, sondern vollherzig. Und was ich auf jeden Fall geplant habe, ist, also gut, ich ziehe jetzt halt erstmal um. Aber so halt im März, sofern die Zeit da ist, haben wir viele neue Sachen parat. Und ich möchte auf jeden Fall mehr streamen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall extrem schon drauf. In Vulpix Körper brennt eine Flamme, die niemals erlischt. Am Tage, wenn die Temperaturen steigen, stößt dieses Pokémon Flammen aus seinem Mund aus. So schützt es sich davor, dass sein Körper zu heiß wird. Passt ja, dass der Pyroberg Vulpixe hat. Aber ich wusste gar nicht, dass es hier Vulpix gibt. Finde ich ganz geil. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier hochgehen müssen und was hier oben zu finden ist und so. Ehrlich gesagt. Aber wir checken das mal ab. Oh, hier gibt es noch ein schönes Item. TM61 Nummer Irrlicht. Super. Sehr gut. Und weiter geht's. Hui. So, zack. Pyroberg sieht ja... Was ist das denn? Was ist das? Keine Ahnung, was ist da? Oh, ach, das ist ein Gräber. What the fuck? Okay. Sieht ja minimal crazy hier aus. Voll die Fernsicht, ey. Boah, voll winzig auf dem kleinen Bildschirm. Heilige Scheiße. Aber okay, mal gucken, was es hier denn zu finden gibt und zu sehen gibt. Oh, hier gibt's Items zumindest. Kann man da rein? Ah! Da, ein Top-Ether. Sehr gut. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, was man hier auf diesem Pyroberg überhaupt machen kann. Hier findet man auf jeden Fall viele tolle Gegenstände. Das ist doch schon mal schön. Das freudet mich. Die Musik ist mal ziemlich cool. Eher so mediterran. So hört sich, so, wenn ich beim Spanier essen gehe, dann höre ich dasselbe. Oh, wo sind wir denn jetzt? Aha! Okay, hier ist irgendwas Spannendes. Erstmal speichern. Was auch immer hier jetzt passiert. Aber wir wandern hier mal durch. Hui! Hallo! Hey, ich kenne dich vom Schlotberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Okay, wir wollen dann wohl mal Team Aqua vom Pyroberg vertreiben, die blöden Penner. Weg da hier mit euch, ne? Slimer, kein Problem. Easy, easy. Suarez. Komm, machen wir einen leckeren Beißer. Schön, knackig, einen Surfer. Hui,
spül den Dreck weg ins Meer zurück. Okay, nicht ganz geschafft. Matschbombe. Na toll, jetzt sind wir vergiftet. Stinkt hart. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich einfach mal, dass wir das trotzdem jetzt überleben mit einem Eiszahn. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ah! Ein bisschen Angst hatte ich ja ehrlich gesagt. Aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Level 39, wunderbar. Ich bin sehr zufrieden mit dir, lieber Suarez. Level geschafft, beziehungsweise Gegner geschafft. Arrrr, schon wieder von einem Kind besiegt. Nicht mehr sehr leid. Beutel, 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 Beutel. Wir wollen erstmal eine leckere Beere futtern. Vergiftung heilen. Und dann haben wir denn irgendwas Vernünftiges. Eisheiler, so ein Hypertrank. Okay, klar, da haben wir ein paar. Wir haben auch Supertrinkpaar gekauft, ne? Dann nehmen wir lieber zwei von den leckeren Supertränken. Gibt keinen, das so 100 hat, ne? Wäre eigentlich sinnvoller irgendwie. Keine Ahnung. So, nächster Kampf. Hallo. Was glaubst du, wer du bist? Was kann ein kleines Kind schon gegen uns ausrichten? Der euch immer und 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 immer wieder besiegen. Ganz klaro. Kavi Kani Vanya ist am Stessel. Und ja, wir haben quasi den großen Bruder hier. Ja, Giftzahn ist vielleicht eine Idee. Ich glaube, der Rest ist halt nicht effektiv, ne? Gegen ein Wasser- und Licht-Pokémon. Ich glaube, Eis ist, glaube ich, echt nicht so effektiv gegen Wasser. Ich glaube, so war das. Und andersrum auch nicht so viel. So, Unlicht. Unlicht ist gut. Magna Yen. Da können wir jetzt einen Sanien Burst machen mit einem Surfer. Hui. Schwupps. Und weggewischt. Ah, nicht ganz. Frech. Naja, Suarez ist halt nicht so stark, weil er halt auch vom Level halt her nicht allzu stark ist. Eiszahn. Komm, bitte, 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 bitte. Nein. Lol. What? So viel Schaden. Item-Sperre interessierte mich nicht. Wieso macht denn das verwirrt so krass wie Schaden? Dann kann ich schon direkt wieder einen Scheiß... Ach komm ey, nehm ich Hypertrank. Nein, es lohnt sich nicht. Mann. Warum haben wir denn jetzt so viel Schaden gekriegt durch eine Verwirrtheitsattacke? Nur wegen der niedrigen Verteidigung? Das ist... war jetzt nicht so wenig. Steckt halt ein bisschen hart, ne? Aber, ach komm, scheiß drauf. Wir haben es ja, wir haben es ja. Nehmen wir mal noch einen leckeren Supertrank, kein Ding. Ich will ja, wie gesagt, Suarez ein bisschen trainieren. Ich will dir zeigen, wie gefährlich wir von Team Aqua wirklich sein können. Ja, komm doch her. Mich kann hier gar nichts mehr schocken. Gucken, ob nachher wieder Wolfgang kommt. Oder wie der hieß. Schon wie viele Surferattacken hat Suarez denn noch? Müssen wir auch ein bisschen drauf achten. 6 Stück. Ich meine, das ist halt die stärkste Attacke, die ich im Moment besitze bei diesem Pokémon. Nice, One-Hit. So muss das sein. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Golbat. Giftflug. Dann werden wir einfach... Tja, kann man natürlich Artus wenig einsetzen. Und Stein könnte gut sein. Wir nutzen mal unsere Gesteinsattacken. Müsste ja eigentlich auch klar gehen. Dann sind wir auch Level 43 nach dem Kampf, wenn wir Golbat besiegen sollten. Sofern wir natürlich Golbat besiegen. Aber da gehe ich mal einfach stark von aus. Weil Vibrava auch ein geiles Pokémon ist. Gutes Artus. Ne, ich freue mich schon, wenn die sich dann entwickeln, ey. Die Beldra hat zwar, wie gesagt, keine Mega-Attacke, beziehungsweise ich habe das erst ja nicht gecheckt gehabt, dass er gar keine Mega-Attacke, Mega-Entwicklung hat, nicht Mega-Attacke. Aber, ja, ich find's cool. Die Beldra hatte ich noch nie gehabt im Team. Das möchte ich mal testen. Hyperstrahl. Echt jetzt? Mit Level 13? Klar. Geil. Macht ja nur 150 Schaden. Knirschner braucht man nicht so sehr. Steinnagel können wir eher gebrauchen, weil wir kein Gesteins-Pokémon haben.
Und Unlicht haben wir ja schon mit dem guten Tohaido. Deswegen einen fetten Hyperstrahl. Ja, schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. Du willst es im Alleingang mit Timaqua aufnehmen? Bleib mir ja kaputt. Ja, ich werde schon sehen, Freundchen. So, was ist denn hier jetzt? Mark. Was macht er da? Hieß er nicht Mark? War es Mark? Was hat er da? Was macht er da? Gehst du mal weg davon? Hey! Du bist also für diesen Aufruhr verantwortlich. Warum geben halbe Portionen wie du in die Ruhe? Tut mir leid, Kleiner, aber ich habe gerade keine Zeit, um mit dir zu spielen. Der Schatz des Pyrobergs, der blaue Edelstein, gehört endlich uns. Los, Wolfgang, das ist dein Job für dich. Ist schon so gut erledigt, Skipper. Der Kleine braucht dringend jemanden, der ihm ein paar Manieren beibringt. Also, zeig ihm, was der Harke ist, aber übertreib's nicht, ja? Mit diesem blauen Edelstein können wir das legendäre Pokémon auch ohne die Macht des Meteoriten erwecken. Jetzt brauchen wir nur noch eine wasserdichte Blechbüchse, die uns zu ihm bringt. Ich hab's! Schnapp uns das U-Boot, an dem die gerade in Graphitport City herumschrauben. Also los, ihr Blindgänger! Wir ziehen weiter ab nach Graphitport City. Da geht er einfach. Lässt du den denn einfach los? Weg durchlaufen. Es gehört, was der Boss gesagt hat. Mach dich auf eine Abreibung bereit. Oder gefasst, besser gesagt. So, böser Wolfgang. Weg mit dir. Wir mögen dich nicht. Tohaido schon wieder. Öde. Unser Tohaido ist cooler. Um Legend. Schlitzer, warum ist der denn... Na, Alter, aua. Krass. Das war, schmerzhaft. Das war sehr schmerzhaft. Ich glaube, den Kampf verlieren wir auch. Wir sind bestimmt jetzt nicht vorher dran. Tja, scheiße, Mann. Pokémon tauschen und... Fritzi spielen lassen. Ich meine, warum sollte denn... Ne, ich will ihn nicht sterben lassen. Schlitzer! Er macht schon Schaden, diese scheiß Tohaidos, ey. Wenn sie halt da mal ihre Attacke machen. Schon nicht schlecht. So. Ladungsstoß. Ein Kack-Pokémon von einem Vorstand, ey. Was ist das denn für ein Kack-Vorstand, ja? Wolfgang, hol dir mal vernünftige Pokémon. Mehr. Ein paar mehr, die stark sind, ja. Nicht immer nur so Killefit. So, Level 45. Sehr schön. 122 Spezialangriff. Krass. Richtig krasser Wert. Brigitte erreicht Level 45. Sehr gut. Juhu, du besiegst Aquavorstand Wolfgang. Ich habe zwar verloren, aber das hat Spaß gemacht. Der sieht ein bisschen crazy aus. Der Wolfgang. Du altes Schlitzohr, du überraschst mich immer wieder aufs Neue. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Dann gibt's tüchtig was auf die Ohren. Ja, ja, bla 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 bla. So, ich möchte da den anderen Stein bitte haben, damit ich Graulon wieder erwecken kann. Oh nein! Was für eine Katastrophe! Das darf einfach nicht wahr sein! Wie konnten sie nur den blauen Edelstein stehlen? Der blaue Edelstein und der rote Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen immer am selben Ort sein. Oh nein. Na gut, nimm den verbliebenen roten Edelstein an dich. Cool. Echt jetzt? Nice. Guck mal, wir müssen den gar nicht klauen, wir nehmen den einfach. Gib ihn. Was bringt uns das? What the fuck? Oh, seine Musik. Wir haben den roten Edelstein in unserer Itemtasche verstaut. Folge diesen Schurken und bring den Edelstein zurück. Wenn mich nicht alles täuscht, meinte ihr Anführer, dass sie als nächstes nach Graphitport City wollen. Ja, dann mal ab dafür. Ab nach Graphitport City. Da müssen wir nämlich hin. Und den guten Leuten einen über die Ohren hauen. So, wie kommen wir denn jetzt hier nochmal runter? Wie war das? Nur so lang, zack, zack. Wir können natürlich fliegen, aber ich will ehrlich gesagt noch wissen, was im oberen Stockwerk vom Pyroberg ist. Nein, da brauchen wir nicht runter. Wir sind ja da gab es ja zwei Wege, ganz am Anfang der Folge.
Wir sind jetzt hier den hier einfach gegangen. Keine Ahnung. Mal gucken, was der andere kann. Ui. Ah, vielleicht kriegen wir noch ein Pokémon neues. Oder vielleicht auch nicht. Ein neues Pokémon. Mediti hat man, glaube ich, noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Sehr schön. Pokémon wechseln. Metagross. Komm, Rahus. Zeig, was du kannst. Das ist schön. Das freut mich. Ich mag es, viele Pokémon zu haben. Ich finde das immer toll. So, Gedankengut, ja. Komm nur her. Ui, 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 ui. Spezialangriff und Spezialfutter. Genau, am Arsch, ey. Mega-Entwicklung. Zurückhaltung. So. Ja, dann macht Zurückhaltung halt einfach mehr Schaden, denke ich. Deswegen ist das relativ sinnvoll, dem zu Mega zu entwickeln. Wir wollen natürlich auch Schaden haben. So, sehr schön. Das freut mich wieder. Ja, ja. Komm, mach doch die Kackattacken. Mach doch die Kackattacken. Pokémon. Nein. Beutel. Bälle. Hyperball. So. Klang, klang, klang. Klong, klong, klong. Und... Juhu! Ein neues Pokémon. Ich dachte das immer ein bisschen früher, weil irgendwie so easy sich an sie aussieht, als ob man es locker kriegt. Nicht an Asynchronität denken, Freunde. Nee. So, Mediti ist gefangen. Kampf Psycho. Mediti erhöht seine Energie. Er erhöht seine Energie durch Meditation. Es lebt von nur einem, von nur einer Beere am Tag. Diese absolut reduzierte Ernährung ist Bestandteil seines Trainings. Oh, alles klar. Ja, wenn ich so eine Beere pro Tag essen würde, nee, lass mal lieber. Muss halt nicht sein, ne? Finde ich halt nicht so geil. So, was ist hier oben jetzt? Grabinschriften, die dem Vorbeigehenden die erinnerungswürdigen Taten verkünden, die der Verblichene samt Pokémon zu Lebzeiten vollbracht hat und deretwegen er der Nachwelt im Gedächtnis bleiben möchte, bezeichnet man auch als Epitaph. Oder Epitaph? Ich zermartere mir hier auf der Suche nach einem pfiffigen Spruch, der einst meinen Grabstein zieren soll, nahezu täglich mein armes Hirn. Meine bisherige Ausbeute ist leider alles andere als zufriedenstellend. Es gibt einfach zu viel, was ich künftigen Generationen in Form schönen Lettern hinterlassen möchte. Ach, ich armer Tropf. Ja, sehr traurig. Wozu eigentlich immer diese leidige Fixiertheit aufs Äußerliche? Wenn man das Zeitliche gesegnet hat, zählt das doch eh nicht mehr. Ja, zu Recht. Nein, das ist viel zu klein. In dem Grab ist nie und nimmer Platz für mein Pokémon und mich. Selbst für mich allein würde es darin ja schon arg eng werden. Nein, das reicht noch lange nicht. Oh, da oben ist ein Megastein. Cool. Ich sehe es leuchten. Seht ihr es auch? Was ist es denn? Nein, ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte wissen, was es ist. Ach Mann. Nicht Choupette. Choupette. Komm weg. Tschüss. Was ist es? Bestimmt Gengaronit oder sowas. Oh, Meditalisnit. Oh, interessant. Lol, echt? Davon gibt's auch eine Mega-Entwicklung. Das ist mir neu. Ja. Moment, kann ich jetzt hier nicht auch Schaufler einsetzen? Erstmal testen. Beutel, Pokémon, Artus, Torattacke, Schaufler. Juhu! Funktioniert tatsächlich. I like. So, sehr gut. Pokémon! Brigitte, komm her. Wir wollen eine Torattacke. Wir wollen fliegen Richtung Graphitport City. Das war doch hier unten, ne? Ja, warum sollten wir denn woanders hingehen, denke ich mir, ne? Ab nach Graphitport City. Das ist unser nächster Plan. Wir wollen ja hier Team Aqua vernichten. Beziehungsweise daran hindern, das böse legendäre Pokémon zu fangen.
Das ist gute Kyogre. Uiuiuiuiui. So. Guten Tag, Pokémon Center. Bla 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 bla. So, erstmal schön heil. Dim dim di di dim. Okay. So. Team Aqua, ihr kleinen Pisser. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder finden. Wo war das denn nochmal? Nee, das war weiter unten, glaube ich. Ich glaube hier. War das hier? Ich glaube hier war das. War das nicht hier? Wo sind die denn alle? Hallo, Mr. Brack hat sich bereit erklärt, uns zu helfen. Er ist ein legendärer Säger. Ja, wo ist denn das hier? War das nicht hier? Ey, gehst du mal runter? Nein! Alles klar. Okay, das ist, sieht noch nicht allzu fertig aus. Wenn ihr mich fragt. Wo war das denn? Oder war das noch weiter unten? Das ist schon mal nix. Also ich sehe keinen einzigen Team Aquarino. Gehen wir noch mal weiter nach unten. Wo war das denn? Nee. Jetzt sind wir ja wieder auf dem Strand. Ist ja auch nicht das Richtige. Hä? Wo seid ihr denn? Team Aqua. Hafen von sehr gut. Das sieht gut aus. Ja, genau. Und wir haben natürlich vor, unsere Forschungsarbeiten fortzuführen. Das ist wunderbar, Kapitän Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu neuen aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Und tschüss. Puh. Das ist das erste Mal, dass ich fürs Fernsehen interviewt wurde. War ich vielleicht nervös? Ach Mensch, Herr Brick. Oh, guck mal, wir kommen mit dem Fahrrad dahin. Oh, wen haben wir denn hier? Ich habe große Neuigkeiten. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Es handelt sich dabei um eine Tiefseehöhle auf Route 128. Wir glauben, diese Höhle ist der Unterschlupf eines als längst ausgestorben geltenden urzeitlichen Pokémon. Eins, zwei, Test, Test, Test. Ich hoffe mal, Sie können mich hören, Kapitän Brick. Wir sind von Team Aqua und schnappen uns gleich Ihr U-Boot. Darauf dürfen Sie ruhig stolz sein, Captain. Ihre Blechbüchse wird uns nämlich dabei helfen, alles wieder auf Anfang zurückzusetzen, genau wie geplant. Wo sind die denn, weiß? Hast du diese Stimme eben gehört? Sie klang, als käme sie aus einem Megafon. Aber wo kamen sie her? Bestimmt von der Anlegestelle. Ich muss schnell zu meinem U-Boot. Jemand versucht es zu stehlen. Komm bitte mit mir. Ja, aber schnell. Uiuiui. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Na, Cordula. Diese Rüpel. Das sind doch dieselben Schurken, die im Museum versucht haben, die Devon-Waren zu stehlen. Uiuiui. 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 Ich fass es nicht. Bist du mir echt von Pyroberg bis hierher gefolgt? Den ganzen Weg? Du machst mich fertig. Bei deinem Gerechtigkeitsfimmel und deiner Dickköpfigkeit bleibt mir fast die Spucke weg. Nur, dass du es weißt. Allein reißt du hier jetzt echt nichts mehr. Der Zug ist abgefahren, Kindchen. Wenn wir das U-Boot erstmal auffrisiert haben, verschaffen wir uns damit Zugang zur Tiefseehöhle, dem Ort, wo es schlummert. Und dann heißt es Tabula Rasa, alles auf Anfang. Endlich wird alles wieder so sein, wie es ursprünglich war. Wir sind schon so gut wie am Ziel. Nichts und niemand kann uns noch aufhalten. Aber dein Gerechtigkeitsfimmel schlägt bestimmt schon wieder Alarm. Stimmt's? Dann komm eben in unser Versteck in Seegras Ulp City. Wirst schon sehen, was du davon hast. So, und jetzt los, Cordula. Abgang. Ist ja schon gut. Er da. Wir machen mit dem U-Boot die Fliege. Haltet uns den Winzlingen vom Leib. Wow. Ist klar. Na gut. Es kann losgehen, Boss. Will ich doch hoffen. Also dann, Kleiner. Man riecht sich.
Und weg ist er. Sauerei, weißt du, dass man die einfach... Warum schickt man jetzt einfach nicht alle 6 Pokébälle rauswerfen und dann töten wir den? Ganz einfach. Ja? Nein, wir lassen ihn erstmal laufen. Sowas Dummes. Wart's nur ab. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du den Boden unter meinen Füßen küssen. Ja, ja. Natürlich. Komm nur her. Magnayen, ja. Wird bestimmt richtig die Schnitte haben. Ganz bestimmt. Ja, da kannst du so viel bedrohen, wie du willst. Trotzdem kriegst du einen Surfer ab. Wutz! Aber es macht wahrscheinlich wieder nicht im einen kaputt. Schade eigentlich. Initiative sinkt stark. Stark stinkt hart. Eiszahn. Verhöhner! Was ist das? Verwirrt mich das? Fällt auf Verhöhner herein. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Alles easy. Zwar selten ein bisschen Erfahrungspunkte. Ist Level 40 und damit immer noch 5 Level hinter allen. Zwar ist versucht, Knirscher zu erlernen. Mal gucken. Knirscher ist natürlich 80 Schaden stark und naja, Gewissheit nicht. Und Schaden nehmen passiert ja nicht so häufig. Obwohl, es geht eigentlich. Durch Rauhaut, man nimmt ja Schaden. Okay. Ja. Aber wir wollen natürlich mal als erstes angreifen. Deswegen Knirscher natürlich drauf da. Ist ganz gut, denke ich. Vor allem auch bei dem Angriffswert. Wird das schon super passen. Wir haben den Rüpel besiegt. Zu Lande 1000 Sasser zu werden, ist gar nicht so einfach. Da hast du vollkommen recht. Tja, schade. So, und jetzt kommt noch der nächste, den wir verprügeln. Und die Moral von der Geschichte: im Wassertop, an Land ein Flop. Das kann ich kommen sehen, du Versager. Da muss ich jedem ran. Immerhin stehe ich auf Platz 26 der stärksten Mitglieder von Team Aqua. Wow. Ich glaube, ich stand auf Platz 1. Das ist nämlich voller Lappenverein. Richtiger Lappenverein. Naja. Kann ich mal, ja. Okay. Können wir ja direkt mal unseren Luftzahn testen. Der Rest ist wahrscheinlich nicht sehr effektiv ist. Aber reicht ja auch gegen Kanivania, weil die Verteidigung halt echt mega scheiße ist. Sehr schön. Besiegt. Wer kommt jetzt wieder? Magna. Oh, ein Golbat. Ui, mal was ganz anderes. Knirscher. Zeig mal den Knirscher. Nom. Auch natürlich eine sehr starke Attacke. Wunderbar. Auch besiegt. So muss das sein. So ist das geil. Sehr gut. Wenn ich verliere, werde ich doch degradiert. Oh nein. Das wäre jetzt ja extrem traurig. Ich glaube, mein Spoing pfeift. Du hast mich, die Nummer 26 von Team Aqua, einfach so in den Boden gerammt. Aber... Halb so wild. Mission erfolgreich. Der Boss und Cordula sind entkommen. Ich gehe zurück ins Versteck und gucke den anderen dabei zu, wie sie sich beim Umbau von diesem U-Boot abrackern. Klingt nach einem guten Plan. Bin schon gespannt, wie viele Überstunden wir dafür schieben müssen. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, in das Versteck, würde ich sagen. Was haben die da gesagt? Die wollen doch nicht wirklich mein U-Boot umbauen. Mein U-Boot. Das Tiefseeforschungsboot Nummer 1. Ich will das einfach nicht glauben. Sie haben es tatsächlich auf das urzeitliche Pokémon abgesehen, das am Meeresgrund schlummert. Jay, es tut mir leid. Das U-Boot, das diese Kerle gekapert haben, könnte die ganze Welt ins Unheil stürzen. Die Auswirkungen wären katastrophal. Wir müssen sie aufhalten. Irgendjemand muss ihnen bis in ihr Versteck in Segras Ulp City folgen. Aber ich bin dafür nicht stark genug. Hilfst du mir, Jay? Ich kann dich bis nach Segras Ulp City bringen. Doch, dort soll ihr Versteck befinden. Ich fürchte, sie wollen mein U-Boot für etwas Schlimmes einsetzen. Könntest du und deine Pokémon mir helfen, diesen Schurken aufzuhalten? Ja, Mann! Danke, dann werde ich sofort das Schiff bereit machen. Also ich muss jetzt noch nicht direkt da fahren. Okay, wir fahren scheinbar direkt. Wenn ich mir das so überlege. Sind wir jetzt in Segras Ulp City? Wir sind in Segras Ulp City angekommen. Irgendwo in dieser Stadt muss das Versteck dieser Verbrecher sein, die das U-Boot unter den Nagel gerissen haben. Meine Hoffnungen ruhen auf dir, Jay. Ich werde zur Anlegestelle von Graphitport City zurückkehren und mich mit den Folgen dieses Vorfalls auseinandersetzen. Hui.
Ja, ganz viel passiert in dieser Folge. Muss man ja mal so sagen. Und in der nächsten Folge möchte ich erst eigentlich... Ich hoffe, ich denke da morgen dran in der Aufnahme. Erst zum Rätselmeister gehen. Da haben wir nämlich noch was vor. Und da noch die Rätsel besiegen. Und dann gucken, wie viel wir da schaffen. Und danach möchte ich dann in das Versteck gehen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Und dann fangen wir mit Kyogre, finde ich mal, so hart. Und dann gewinnen wir noch die letzten beiden Orden, machen die Top 4. Und sind geil. Haut rein, bis dann. Tschüss. Bis morgen.